Einen schönen guten Abend allerseits. Schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass du schon dabei bist, Black Red Demon. Wir schauen uns heute mal wieder ein Video an. Nach einiger Zeit haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, weil es alles etwas schwieriger ist, wenn Joshua nicht am Start ist hier im Studio. Dann kann man Reactions recht schlecht machen, weil er dann immer mit dem Handy das noch gleichzeitig den Stream gucken muss. Und da habe ich mir gedacht, heute, wo er nicht da sein kann, weil er in Quebec da unterwegs ist, in seiner letzten großen Tour in Kanada, jetzt wo ich alleine bin, mache ich meine Lieblingsbeschäftigung, wenn er nicht da ist. Wir schauen eine neue Anarchismus-Dokumentation, beziehungsweise keine neue in dem Sinne, dass sie neu erschienen ist, sondern einfach eine Dokumentation, die wir zusammen noch nicht gesehen haben. Grüß dich, Marius. Hi, alles für alle und einen schönen guten Abend, Nightmare. Ja, ist vielleicht eine Dokumentation, die ein paar von euch schon gesehen haben. Ich habe auch gesehen, dass Morph mit Meinung schon eine Reaction darauf gemacht hat, vor einem Jahr oder so. Es ist ja auch natürlich eine Dokumentation, die schon erschienen ist. Also es ist ja nicht aktuell oder so, dass jetzt halt wieder was Neues rausgekommen ist. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass eine neue schöne Anarchismus-Doku erscheint. Und wir gucken heute Oasen der Freiheit, anarchistische Streifzüge. Habe ich auch, so wie das letzte Mal, wo wir zusammen geguckt haben, auch gesehen, die Dokumentation schon. Da klippt ja ganz schön der Chat ins Bild. Muss ich noch ein bisschen verkleinern hier. Genau, aber ist auch schon länger her, dass ich die gesehen habe. Also ich habe halt keine wirklich frische Erinnerung mehr daran. Deswegen werden wir mal sehen, was uns das Ganze so bietet. Ja, schade, Sadi. Ich glaube, ich werde auch hier den Chat, das wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen dabei bleiben, dass das so bei längeren Nachrichten ins Bild reinklippt. Das kriege ich jetzt hier während des Streams leider nicht mehr richtig vernünftig geregelt. Egal. Wir werden sehen, wie es ist mit dieser Dokumentation. Und das Ganze geht auch 50 Minuten, also etwas kürzer als die Dokumentation damals von Arte. Das Ganze ist in dem Fall von Dreisat. Wollen wir mal schauen, was uns das Ganze bietet. Ein sehr, sehr anstrengendes Motorradgeräusch am Anfang. Schon mal. Seit meiner Jugend faszinieren mich Träumer und Visionäre, die sich etwas vorstellen können, das den meisten unmöglich erscheint. Heute wird utopisches Denken meist belächelt oder verunglimpft. Aber jeder großen Errungenschaft der Menschheit ist eine wagemutige Idee vorausgegangen. Wir schaffen uns oft die Realität, die wir zuerst erdenken. Der utopische Traum von sozialer Gerechtigkeit ist die langsam aufgehende Hefe einer besseren Gesellschaft. Insofern ist die Zukunft schon unter uns, nur sehr ungleichmäßig verteilt. Dies ist eine Reise zu den existierenden Oasen der Freiheit, zu den Freiräumen, die die Utopie schon geschaffen hat. Arbeit war eine Utopie, Wohnungen waren eine Utopie. Ja, ich denke, es wird aus dem Titel schon deutlich und es wird auch aus dem Intro jetzt recht deutlich. Das Ganze hat so einen, ja, utopischen Fokus, also dass man halt eben die Vision des Anarchismus und die praktische Umsetzung im Jetzt, die halt so ein bisschen die Vision vorwegnehmen soll und halt das schon sichtbar machen soll, wie es dann später zumindest in Ansätzen dann aussehen könnte. Das ist so der Schwerpunkt des Ganzen und finde ich, ist ja auch eine nette Sache, sich
ab und zu, wir hatten schon mal kurz im Überblick drüber gesprochen, weil es ja diesen neuen anarchistischen Podcast auch gibt, der einen utopischen Schwerpunkt hat, da halt dann auch mal auf die schönen Sachen halt zu konzentrieren. Und weil das finde ich halt auch dann wenig jetzt mit, das wird dann ja oft auch manchmal dem Anarchismus vorgehalten, dass es dann halt so eine, ja, utopisch ist ja manchmal auch so ein Schimpfwort, ne, dass man dann halt sagt, das sind einfach nur Träume oder sonst irgendwas. Aber ja, von den Realisten, den sogenannten, gibt es dieser Tage, denke ich, schon genug, die uns in ihr in ihre Kriegsmaschinerie reindrücken wollen und in ihre, was sie alles an Kompromisse mit dem Bestehenden dann auch, was man angeblich alles eingeben muss, damit man nicht kompletter irgendwie unrealistisch daher kommt, aber das soll uns nicht beirren, denn unsere Utopien sind oftmals auch mehr realistischer, als man dann doch denkt, so wie das Black Red Demon auch schon schreibt. Utopie, Würde war eine Utopie. Eigene Entscheidungen zu treffen war eine Utopie. Uns ist es gelungen, viele Utopien Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Geschichtsauffassung, dass der Staat, dass der Kapitalismus, dass der Nationalismus einfach eine Realität ist, die wir jetzt akzeptieren müssen, dass es keine andere Alternative gibt, das ist die eigentliche schwachsinnige Vorstellung, die uns aufgezwungen wird. Die Ikarioten, die haben genug Zeit, die haben keine Uhr. Und das ist ein Luxus, was wir haben. Und ich sehe das und ich genieße diesen Luxus, die mir diese Insel gibt. Marina Leda. Ein Städtchen wie jedes andere in Andalusien, könnte man meinen. Und doch ist hier vieles anders. Nach einem jahrzehntelangen Kampf haben die Einwohner eine solidarische Welt geschaffen, die anderswo als utopisch gilt. Zusammen mit dem aus Andalusien stämmigen Dichter José Oliver besuche ich dieses kleine Wunder. Bis hin zu dem Berg, dort wo alles bepflanzt ist, dort wo die Olivenbäume stehen, bis da hinten ist unser Land. Das dort auch. Und das auch. Mehr oder weniger sind das, schätze ich mal, 8 Kilometer. Von einem Ende zum anderen. Es sind fast 1200 Hektar. Davon sind 352 Olivenplantagen, der Rest sind Baumwollpflanzungen, Paprika, Weizen, Ackerbohnen, Sonnenblumen und viele andere Sorten. Wir haben hier ganzjährigen Anbau mit wechselnden Pflanzen. Es ist das Land der Kooperative. Vorher gehört es dem Duque de Infantao. Er war der Besitzer. Und dann gibt es dieses Dorf Marina Leda, welches dafür gekämpft hat, dass dieses Land dem Volk gehören soll. Das Land gehört bis zum heutigen Tag der Junta de Andalucía. Wir bewirtschaften das Land, als wäre es unseres. Die Kooperativisten halten ihre Versammlungen ab, erstellen die Anbaupläne und machen alles, was nötig ist, um auszusäen, die Ernte zu organisieren und die Produkte zu verkaufen. Land zu bekommen, das dann wie ein eigener Besitz ist, obwohl es nicht dir gehört hat, schenkt dir ein Recht auf Arbeit, also allen Menschen von Marina Leda. Ende der 70er Jahre gab es hier 60% Arbeitslosigkeit. Die meisten waren Bauern ohne Land. Heute arbeiten viele in genossenschaftlichen Betrieben. Alle wichtigen Entscheidungen werden in wöchentlichen Assemblées, in Versammlungen getroffen, zu denen alle eingeladen sind, auch die Jugendlichen. Du
Erinnerst du dich an ein paar Augenblicke, als du 13 oder 14 Jahre alt warst? Ja, natürlich. Wir wollten einen Ort zum Arbeiten haben für uns und unsere Kinder. Dann sind wohl alle hingegangen, das ganze Dorf. Ja, das ganze Dorf, fast niemand hat gefehlt. Jeden Tag mindestens 500 oder 600 Personen, gemeinsam mit der Gewerkschaft. Viele waren wir nicht, aber wir waren jeden Tag dort. Jeden Tag? Und jeden Tag zu Fuß. Wie lange hat es denn gedauert, bis die ersten Erfolge da waren? Lange hat es gedauert. Als erstes hatten wir das Wasser erkämpft, dann das Land. Das Wasser, um das Land zu bewässern. Klar, verstehe. Das dauerte einige Jahre. 14 oder 15 Jahre, oder? Ja. Es war aber ein Zeichen, ein Symbol für ganz Spanien. Ja, natürlich. Nicht nur für Spanien und Andalusien, sondern für die ganze Welt. Ja, für die ganze Welt. Wir traten in den 80er Jahren 14 Tage lang in einen Hungerstreik. Und das war damals ein explosiver Aufschrei. Hören Sie, falls Sie es vergessen haben, hier gibt es die Tagelöhner, die Arbeit fordern und Würde verlangen. Und das haben wir mit dem Hungerstreik durchbrochen. Und so begann ab dem Zeitpunkt der Kampf um das Land mit Hunderten von Besetzungen in ganz Andalusien. Das Größte ist für uns, dass wir das Land über den Kampf bekommen haben, dass es uns gelungen ist, dem Grafen Land wegzunehmen, ohne dass es Tote gab. Und das Heiligste des Heiligen des Kapitalismus zu berühren, die Produktionsmittel. Privateigentum, welches seit Jahrhunderten das Privateigentum eines Großgrundbesitzers war, wurde nun in die Hände der Tagelöhner überführt. Ja, ich denke, also generell, wie du es auch schon schreibst, Black Widow, immer echt ein cooles Konzept und eine coole Geschichte generell. Ich denke, so auf dem Land ist eigentlich auch immer die Perspektive für so eine Form von Selbstverwaltung in so einem dörflichen Sinne halt auch immer gegeben. Also natürlich passiert das eher weniger in Deutschland, weil hier die Linke halt nicht so viel mit dem Dorfleben zu tun haben will. Aber jetzt wie hier in Spanien existiert sowas halt eben noch. Und da gibt es halt eben auch noch linke Ansätze auf dem Land, die dann teilweise überdauert haben aus vergangenen Kämpfen, so wie in dem Fall. Oder die auch immer wieder neu versuchen, halt größere dörfliche Strukturen dann aufzubauen oder zu übernehmen und in Kooperativen zu überführen und so. Und ja, eine super spannende Sache und wäre halt auch mal was halt in Deutschland, klar gibt es auch solche Ansätze im Kleinen, aber was man eigentlich für Ostdeutschland speziell mal nochmal mehr fokussieren müsste, weil wir haben ja über, zum Beispiel mit Wolf auch, habe ich ja gesprochen über so die Perspektive, auch die revolutionäre Perspektive von den Menschen in Ostdeutschland, diese rebellische Haltung, und ich denke, so ein Konzept von Selbstverwaltung, von Kooperativen, könnte halt wirklich auch für ostdeutsche Verhältnisse, wenn man es da mal schafft, halt eine vernünftige Basis halt aufzubauen über natürlich einen längeren Zeitraum, auch echt eine Alternative von links darstellen. Ja, Nightmare, ich denke, dass, wenn du jetzt schreibst, dass du die Betonung auf Arbeit selbst empfindest, dass es dann vielleicht halt aus so einer ja, ideologisch-anarchistischen Perspektive oftmals so, wo man dann halt so ein bisschen sich die Frage stellt, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen seltsam. Klar hat auch die historisch-anarchistische Bewegung auch es geschafft, eine sehr starke Ablehnung gegen jetzt die Lohnarbeit an sich auch in ihrer Propaganda zu verankern, und war halt ein wichtiger Punkt. Also das denkt man oftmals gar nicht, aber zum Beispiel im Ruhrgebiet oder so waren die ersten Mai-Demonstrationen, gingen halt immer zum Beispiel in die Natur, ne? Weil die Leute halt gesagt haben, wir wollen halt dann, also dass das halt eher so
Umzüge waren, die halt dann zwar kämpferisch, aber trotzdem in auch eine Form von Freizeit und weg von der Arbeit sozusagen ging und raus aus den Fabriken und so weiter. Das war dann halt eher so das der Tenor. Aber ich glaube halt, wie du es dann auch schon gesagt hast, Arbeit bestimmt nun mal das Leben von uns allen und deshalb ist es auch super wichtig, eine Reformperspektive zum Thema Arbeit aufzumachen und auch anhand von Arbeitsverhältnissen zu argumentieren und zu kämpfen. So. Und ja. Ja, weiß ich, da müsste man dann vielleicht nochmal tiefer reingehen, halt mehr. Was jetzt halt eine Affirmation von dieser identitären Arbeiterbewegung ist oder nicht und was jetzt sinnvoll ist und was nicht, könnte man ja mal, wenn wir vielleicht irgendwann mal eine Folge zum Thema Arbeit machen, so im Allgemeinen, wäre das sicherlich spannend, nochmal tiefer zu diskutieren. Jose, ein Städtchen voller Dichter und Revolutionäre, dieses Marinaleder. Hier, Antonio Machado. Don Antonio Machado, es war ja der Dichter, der als erster die Unterscheidung zwischen Traum und Illusion geschaffen hat. Allein durch seine Verszeilen. Caminante no hay camino, camino se hace al andar. Wanderer, es gibt keinen Weg, Weg entsteht beim Gehen. Aber du musst es jetzt begreifen, den Augenblick, und dann das zur konkreten Utopie machen. Ja, und deswegen das Motto jetzt von Marina Leder heute: Utopia. Hacia la paz. Utopia hacia la paz. Utopia hacia la paz. Also die Utopie in Richtung Frieden. Genau. Auf zum Frieden. Hier wurde das Modell des sogenannten Eigenbaus eingeführt und es wird mit der gleichen Philosophie gehandhabt. Das Bürgermeisteramt ermöglicht dir das Land und die Baumaterialien und das Einzige, was der selber Bauer hinzufügt, ist seine Arbeitskraft. Du bezahlst also für das Grundstück und das Baumaterial nichts. Du zahlst hingegen alles langsam ab. Wir bezahlen beispielsweise jeden Monat 15 Euro, um eben die Materialien abzubezahlen, die uns das Rathaus, die Junta, ermöglicht hat. Marina Leder hat ein Kulturzentrum, ein Rathaus, ein Schwimmbad, eine Sporthalle, einen Park, aber es hat keine Polizei. Die wurde vor Jahren abgeschafft. Sie ist seitdem kein einziges Mal gebraucht worden. Dieser Kindergarten war die Erfüllung eines Traumes für die Frauen von Marina Leder. Bedauerlicherweise sind wir Frauen im ländlichen Raum in doppelter Hinsicht diskriminiert, weil wir Frauen sind, weil wir auf dem Land leben und ökonomisch nicht unabhängig sind. Aus diesen Gründen wurde veranlasst, dass es einen Kindergarten geben sollte, der für alle Familien erreichbar wäre, damit die Frauen arbeiten gehen konnten. Zuvor war das nur während der Olivenernte möglich. Vor 24 Jahren aber gab es eine Wende und einen revolutionären Wechsel in Bezug auf das Thema der Frau. Es ging uns darum, einen Hort für die Kinder zu haben, nicht nur als sozialen Raum, sondern auch als Raum der Bildung. Ja, auf jeden Fall auch sehr schön, dass dann mit dieser lokalen Selbstverwaltung auch eine, ja, Emanzipationsansätze von Frauenbewegung dann halt mit inkludiert ist. Das ist auf jeden Fall mal schön zu sehen. Und ich denke, das zeigt ja auch, dass generell diese, also die sind ja weit über das hinaus, was ich jetzt auch meinte, dass es dann halt auch viel so, vielleicht so kooperative Ansätze gibt, wo dann halt, was man jetzt in Deutschland hat, zum Beispiel die, wie heißen die nochmal? Solidarische Landwirtschaft, genau. Das geht ja weit darüber hinaus, weil die es ja geschafft haben, ja, einmal diese tatsächliche Enteignung durchzuführen über die vergangene Protestbewegung, die sie da halt in Andalusien hatten. Und darüber hinaus eben ja sogar jetzt einen Bürgermeister dort haben, der aus der Bewegung
eben stammt und dann halt auch so ein Konzept integriert haben in dem lokalen, in der lokalen Politik, welches sozusagen die Selbstverwaltung aktiv unterstützt. Und das ist ja dann schon, ja, das ist ja genau das, mehr kannst du ja auch gar nicht erreichen oder fast nicht mehr erreichen. Alles andere würde ja gar nicht zugelassen werden. Und das ist ja so das Maximum, was du eigentlich sogar als Selbstverwaltungsstruktur auf dem Land dann durchbringen kannst über so einen Kampf. Das ist dann schon sehr, sehr cool und sehr beeindruckend, dass das dann gelungen ist, das zu konservieren, ne? Über diesen Kampf hinweg in den Alltag der Menschen. Wir leben ja in einem lokalen System, wo alle gleich viel arbeiten müssen, alle gleich viel verdienen. Dennoch stehen wir unter dem Druck des Marktes, wenn wir Produkte verkaufen oder einkaufen. Unsere Gewerkschaft war immer mehr anarchistisch als kommunistisch. Es gab bei uns immer weniger Bürokratie, dafür mehr Versammlungen und Mitsprache, mehr Aktion, mehr Mobilisation und mehr Respekt für die grundlegende Freiheit des Menschen. Das große Problem der Linken ist, dass sie keine klare Antwort auf das System haben und dass sie ihm nicht begegnen, sondern sich ihm unterordnen oder es versüßen, indem sie glauben, dass der Kapitalismus human sein könnte. Der Kapitalismus kann niemals humanitär sein, weil es eben zwei gegensätzliche Konzepte sind, der Kapitalismus und der Mensch. Der Kapitalismus muss den Menschen zwangsläufig zerstören, denn er muss den Menschen zu einer Ware machen, zu einem Sklaven des 21. Jahrhunderts. Der Mensch wird zu einem Roboter, der produziert, den man dann auf den Müll wirft, wenn er aufgehört hat zu produzieren, ohne Rechte und ohne Freiheiten. Da hast du Teile von deiner Arbeitskritik, die du dir gewünscht hast, Nightmare. Andalou, se deja aceito nero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos, andaluce, deja No lo levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de tus troncos retorcidos, andaluces de Nöte war mir doch das Geld vergönnt, dass ich eine neue Flöte meinen Liedern kaufen könnt. Eine Flöte drauf, ich bliese komm. Ich glaube, jetzt kommen wir zur Bakunin-Hütte. Warum ist überhaupt dieser Gedenkstein für Bakunin an der Stelle umgefallen? Egal, vielleicht haben sie es auch nur einmal fürs Bild eben einmal hingelegt, weil das kam ja schon ganz gut. Mitten in Deutschland, im thüringischen Wald, steht seit bald 100 Jahren die Bakunin-Hütte, benannt nach dem berühmten russischen Anarchisten. Erbaut von Aktivisten aus der Umgebung, heute betrieben von einem Wanderverein. Der gemeine Bürger stellt sich ja unter Anarchismus für so unglaublich Schreckliches vor. Also irgendwie Gewalt und Chaos und Niedergang und Missachtung aller Rechte und aller Traditionen und allem, was irgendwie wertvoll ist. Schön von Holz, doch nicht von Pappe, sei mein Instrument gebaut. Also Anarchismus ist ja erst einmal eine Geisteshaltung, nicht? Wie würdet ihr die beschreiben? Ich hatte gedacht, es ist eher so eine Art Organisationsform, wo halt keiner das Recht hat, über jemanden anders zu bestimmen. Und jeder nur die Stimme, also jeder für sich entscheidet und
weil man aber natürlich in der Gesellschaft ja auch Sachen mit anderen logischerweise zusammen machen muss, halt dann über bestimmte Dinge in der Gruppe entscheidet, und zwar in der Gruppe von den Leuten, die davon betroffen sind, und dass sozusagen die Entscheidungen halt von der Basis kommen, eigentlich im Prinzip ja da Basisdemokratie, finde ich. Eigentlich ist es ja bloß Basisdemokratie, wo halt jeder Mensch ernst genommen wird in der Fähigkeit, das für sich selber zu entscheiden, mit den anderen, also zum Wohl auch der Gemeinschaft oder so. Und was ich halt echt zum Kotzen finde, ist, dass dann immer alle Leute, wenn du mit Anarchismus ankommst, so anfangen, so, ja, dann geht ja alles drunter und drüber und dann machen sie alle, was sie wollen und schlagen sich die Schädel ein. So. Ich meine, was heißt das im Endeffekt? Dass der Mensch hauptsächlich ein Interesse daran hat, den anderen den Schädel einzuschlagen. Ja, das ist ja Quatsch. Dass sich die Köpfe einschlagen, das ist ja meistens, wenn der Staat das organisiert, oder? Also allein von den Ziffern Krieg. Her. Ja. Für mich ist Anarchismus einerseits eine Schule des kritischen Denkens, andererseits des widerständigen Handelns. Und diese zwei Momente sind sehr wichtig, weil sie sich gegenseitig natürlich bedingen, motivieren. Das heißt, einerseits ist es aufgrund einer sehr skeptischen Grundeinstellung gegenüber Hierarchie, Autorität, Macht, Konzentration von Vermögen und anderen Privilegien eine einerseits befreiende, andererseits aber auch sehr nützliche Haltung. Ich habe endlich diesen scheiß Chat vernünftig hingekriegt. Ja, mega schön. Also ich finde, das haben die richtig geil gemacht mit den Aufnahmen von der Bakunin-Hütte und wie die dann halt dann darüber berichten beim Essen und so. Finde ich sehr, sehr gelungen. Von der Atmosphäre und der Ausstrahlung her. Ich war tatsächlich noch nie bei der Bakunin-Hütte gewesen. Da wollte ich immer mal hin, weil das ja tatsächlich einer der ganz wenigen historischen Orte der anarchistischen Bewegung ist, die ja so lange überdauert hat und die dann halt auch von FOD, also Freie Arbeiter Union Deutschland Genossen, auch gebaut wurde. Eigenhändig und bis heute dann halt in den Händen der Bewegung ist, und damit ist es halt ein absoluter Ausnahmeort für uns. Ja, und das finde ich auch, das kennt man ja vielleicht, wenn man die Bakunin-Hütte kennt, den Slogan von der Bakunin-Hütte ist ein sehr, sehr, sehr schöner. Deswegen habe ich auch nochmal kurz angehalten, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Freies Land und freie Hütte, freier Geist und freies Wort. Freie Menschen, freie Sitte zieht mich stets zu diesem Ort. Und das war ja, ich hatte es ja auch gerade schon mal kurz erwähnt, halt so ein wichtiger Punkt in der historischen anarchistischen Bewegung, dass man eben Orte, der ja in der Natur schafft, viele Wanderungen wurden unternommen, generell viele, viele kulturelle Angebote gab es in der historischen anarchistischen Bewegung. Und da ist halt dieser Ort eine wirkliche Materialisierung von diesem Wunsch, anderes Leben zu gestalten und ja, eben raus in die Natur zu kommen, in Naturverbundenheit zu leben. Es ist ja kein Zufall, dass das Wort frei 6-mal vorkommt. Das ist eine Oase des freien Denkens, Zusammenkommens, Wirkens von Anfang an gewesen, oder? Absolut. Von Anbeginn, als die syndikalistische Ortsgruppe von Meining hier sich einen Ort geschaffen hat, an dem sie sich gerne trifft, war es mit diesem freiheitlichen Ideal verbunden, ja. Wir können uns wahrscheinlich heute gar nicht vorstellen, was das für eine Oase für die war, weil die hatten ja keine Freizeit im heutigen Sinne, keinen Urlaub, das gab es alles nicht. Richtig, genau. Also der Tourismus beschränkte sich wahrscheinlich damals wirklich auf solche Orte wie hier, dass man hier auch mehrere Tage bis zu einer Woche am Stück Urlaub verbrachte. Als sich die Hütte etablierte, gab es auf dem ganzen Grundstück viele Bänke und Tische, wo sie rumsaßen und sich einen schönen Tag machten, wenn das Wetter entsprechend war. Also sie sind mit den Instrumenten wirklich von Meiningen hier hochgepilgert. Ja. Mit Instrumenten und auch wirklich in schöner Sonntagskleidung.
Insbesondere als dann so Sachen errichtet wurden wie das Kettenkarussell, was selbst erdacht und erbaut wurde von den Syndikalisten vor Ort, was weit und breit nur einmal gab in der Region, entwickelte sich das zu einem immer beliebteren Ausflugsort für Familien. Aber es kamen ja auch Leute, die national, sogar international berühmt waren. Also Erich Mühsam war zum Beispiel hier. Richtig, genau. Es war nicht nur Ausflugsort für die Familien aus der Region, sondern auch darüber hinaus, wie sie selbst schrieben, in der Syndikalist, die Wochenzeitung der Syndikalisten damals, dass es eine Ferienstätte der Bewegung war. Als Schulungs- und Ferienheim der Bewegung galt die Bakunin-Hütte Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. In den Jahren des Nationalsozialismus und der kommunistischen Diktatur wurde die Bakunin-Hütte zweckentfremdet. Wurden alle freiheitlichen Strömungen ausgetrocknet. So auch in Spanien, wo eine große anarchistische Bewegung nach 1936 von Faschisten und Stalinisten brutal zerschlagen wurde. Wenn man sich die großen historischen Scheidepunkte des 20. Jahrhunderts anguckt, dann wird man überall feststellen, dass Anarchisten als Erste erkannt haben, dass die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in die falsche Richtung gehen. Ganz, ganz früh schon in Russland, schon 1918 und ähnliche auch in Spanien nach 36, dass die Anarchisten eigentlich erstaunlich hellsichtig waren und immer wieder idealistische Kommunisten gewarnt haben, dass sie eigentlich nichts anderes sind als Erfüllungsgehilfen in einem extrem zynischen und brutalen Spiel von Stalin. Auch in Bulgarien wurden die rebellischen Kräfte verfolgt und ermordet. Wer eine Alternative zum Herrschenden aufbauen will, wird meist mit Gewalt daran gehindert. Schon während des Kampfes gegen die osmanische Herrschaft im 19. Jahrhundert waren einige bulgarische Revolutionäre vom Anarchismus inspiriert. So etwa der größte Dichter des Landes, Christo Botev. (1903) kam es zu Aufständen in den noch osmanisch besetzten Landesteilen. Im Südosten wurde für kurze Zeit eine freie Republik errichtet, nach dem Vorbild der Pariser Kommune. Jambo im Südosten des Landes ist so etwas wie die Hauptstadt des bulgarischen Anarchismus. Das ist auch richtig, richtig geil, dass die Doku gerade jetzt auch Bulgarien mal hervorhebt und beleuchtet, weil es gibt super wenig darüber und es ist auch selbst in unserem eigenen Geschichtsbewusstsein von der Bewegung her sehr verschüttet gegangen, aber es gab ja eine wirklich große bulgarische anarchistische Bewegung, historisch, wie in so vielen anderen Ländern auch, wo man teilweise nur noch wenig heutzutage darüber weiß oder spricht. Von daher jetzt nochmal besonders spannend, finde ich, da jetzt einzutauchen. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Land als Bündnispartner des Deutschen Reichs besiegt und zerstört. Waren Hunderttausende tot. Es gab weit verbreitete revolutionäre Tendenzen, die erst durch die vereinten Kräfte von Polizei und Armee niedergeschlagen wurden. Einer der Generäle sagte damals, Bulgarien kommt auch ohne Jambol aus. Für mich ist der wirkliche Held der bulgarischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht Georgi Dimitrov, sondern Georgi Shaitanov. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit, ein glänzender Publizist, ein brillanter Kopf und der führende Vertreter des aufgeklärten Anarchismus der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Er war außergewöhnlich charismatisch. Es gelang ihm mit Leichtigkeit, selbst seine ärgsten Widersacher in der Föderation der Anarchisten zu überzeugen. Schon als 17-Jähriger ging er in den Untergrund, noch als Schüler. In der Stadt Jambol ist etwas Grauenvolles geschehen. Am 26. März 1923 wurde eine von der Macht genehmigte legale Massendemonstration zusammengerufen.
zum Protest gegen eine Entscheidung der Regierung, um das Volk zu entwaffnen. Im letzten Augenblick wird die Demonstration verboten. Der volle Hauptplatz wird von der Armee umzingelt. Es folgt eine kleine Provokation. Dann wird das Meeting nicht nur auseinandergetrieben, sondern verwandelt sich in ein Schlachthaus. Das Tor zur Hölle öffnet sich. Die Teilnehmer werden verfolgt, in ihren Wohnungen verhaftet, in die Kaserne gekarrt und dort umgebracht. Auf bestialische Weise, mit Messern, Äxten, Pflöcken. Wie in Yambo heute noch erzählt wird, damit sich die braven Bürger nicht sorgen müssen, wenn sie mitten in der Nacht Schüsse hören. Der Militarismus hat immer wieder gewonnen, auch wenn das Land und seine Menschen immer wieder verloren haben. Weiterhin werden Armee und Krieg verherrlicht, während kaum jemand sich an jene erinnert, die gegen den Militarismus gekämpft haben. Scheitanow war auch ein begnadeter Publizist, der den Dichter Geo Milev und seine Literaturzeitschrift mit Rat und Geld unterstützte. Wie viele andere wurde Geo Milev 1925 ermordet, wegen eines einzigen Gedichts. Оставете тук всяка надежда, писа някога ръката на Данте над вратите на Ада. Но Данте беше Анданте и разнищваше мъдра пророческа прежда през цялата древна и нова световна история. Данте беше Анданте, страх и терор без надежда. Ние сме престо, галоп, първия скок изпреварен от втория, злочесто салтоморцале, на всички грехове раздрали, жестоко с отрова плътта и душата. Живота ни цял е там, сред джупел и плам. Девет спирали, кръг подир кръг, девет кръга от мъка, от плен и огнетене, кръг подир кръг, девет извиват се престо в спирала, адът е само за нас и на хало зловещи пусниме спирала. Адът е само за нас. Събери си сърцето и ето, падай с трасък, прасък, право в провала. Естествено, че се е страхувала и до такава степен е била... Die Macht hat sich gefürchtet. Sie war aber so durchtrieben, das Bürgertum mit ihren Ängsten zu infizieren. Sie werden uns die Frauen rauben. Sie werden uns das Eigentum wegnehmen. Sie wollen, dass alle gleich sind. Die Anarchisten dienten damals als Vogelscheuche. In unserem Staat befindet sich jede Macht in einem permanenten Krieg gegen das eigene Volk. Heute ist dieser Krieg unblutig, aber er wird fortgeführt. Die Macht liebt das eigene Volk nicht. Sie fürchtet es. Deswegen dieser Krieg. Ja, ist halt wirklich traurig. Also die Bewegung heute ist in Bulgarien wirklich super klein. Also das ist halt jetzt kein Experte für Anarchismus in Bulgarien oder so, aber es ist auf jeden Fall halt eine super... super marginale Geschichte, wo eigentlich nur noch diese Geschichte aufrechterhalten wird. Und ich glaube, es gab mal auch noch eine Zeitschrift und so, aber es sind eher wirklich kleinere Zirkel jetzt. Ja, da wurde es einfach wie so in vielen anderen Ländern auch effektiv geschafft, die Bewegung mit brutaler Gewalt zu vernichten. In Bulgarien ging der Faschismus in den Stalinismus über, der die schwersten Repressionen gegen die Anarchisten richtete. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden laut offiziellen Polizeiangaben ein Drittel der knapp 3000 Anarchisten des Landes in Arbeitslagern und Gefängnissen inhaftiert. Von der rebellischen Tradition ist inzwischen wenig übrig geblieben. Eines Tages muss es doch wieder ein Erwachen geben.
Denn die Lage wird immer unerträglicher. So sehr, dass in den letzten 20 oder vielleicht 25 Jahren... Bald 30 Jahren? Ja, bald 30 Jahren. Mehr als 2 Millionen Menschen aus Bulgarien geflüchtet sind. Und das sind die offiziellen Zahlen? Ja, die offiziellen Zahlen. Dies ist ein Beweis, wie schlimm die Zustände sind. Gründe für Revolte gibt es so viele, wie du willst. Wir warten, bis diese Stimmung so sehr fermentiert, dass sie explodiert. Der repressive Apparat der Bolschewiken war sehr stark und dauert noch an. Die Menschen sind verängstigt, selbst 27, 28 Jahre nach der Diktatur. Sie empfinden tiefe Angst. Der widerständige Geist ist dort, wo das Gewissen ist. Es ist nicht eingeschlafen, wird aber zu Hause gelassen, weil es am Arbeitsplatz nicht nötig ist. Um Karriere zu machen, brauchst du kein Gewissen. Im Gegenteil, es stört. Aber ich hoffe auf die Zukunft, denn der Mensch kann nicht ohne Gewissen leben, ohne einen Drang zur Freiheit. Irgendwann bricht er aus. Man kann ihn verbiegen, aber nicht für immer. Irgendwann platzt er. "1971 sind meine Eltern mit mir aus der bulgarischen Diktatur in den Westen geflohen. Allerdings war selbst der eiserne Vorhang nicht so massiv ausgebaut wie heute die Außengrenze der Europäischen Union. Wer soziale Probleme nicht löst, muss Mauern und Zäune errichten, muss Grenzen mit allen Mitteln schützen. Eines Tages wird der Staatenmusestudent am Brenner aus dem Nachtzug geworfen, am Kragen gepackt, zur Tür geschubst, in der Polizeistation einem Kabuff verhört. Er habe kein Visum für Österreich. Er wusste nicht, dass er ein Visum für Österreich benötigte. Er versucht heimlich, in den nächsten Zug einzusteigen. Er wird erwischt von einem Schatten mit Hund. Beide bellen ihn an. Im Kabuff wird die Grenzpolizei handgreiflich. Sie setzt ihn in den nächsten Zug Richtung Bozen. Sie hat Macht, er kein Geld. Er fährt schwarz zurück zum Brenner. Er geht zum Lastwagenparkplatz. Er spricht einen der Fahrer an, erzählt ihm seine Geschichte. Der Mann hört aufmerksam zu, dann lässt er ihn ohne Kommentar einsteigen. Keiner kontrolliert den LKW-Fahrer und seine Menschenfracht. Sie überqueren brummend die Grenze. Zuerst ist er erleichtert, später stolz. Er hat sich durch sein Tun zur Illegalität bekannt. In einem System der Unmenschlichkeit ist der Verstoß gegen die Gesetze eine humane Maxime. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, es war eine etwas weirde Überleitung, die nicht so wirklich erklärt wird. Ich glaube, er ist jetzt beim Grenzregime so und bei der Fluchtbewegung, ne? Das hat er ja kurz am Anfang dargestellt und dann jetzt noch ein historisches Zitat von wem dazu gepackt. Vielleicht kommt gleich noch ein bisschen mehr Kontext. Im April und Mai 2016 protestierten über 1000 Menschen am Brenner gegen die Festung Europa. Es wurden Alternativen für ein solidarisches Europa gefordert. Mauern und Stacheldrahtzäune abbauen, hieß es. Für humanitäre Korridore und eine menschenwürdige Aufnahme. Als die Aktivisten auf die Polizei stoßen, kommt es zu einem Handgemenge. Als die Veranstaltung für beendet erklärt wird, prangt auf der Straße ein Spruch: Refugees, welcome to the EU.
Es gibt eine gewisse Rhetorik der Legitimierung staatlicher Gewalt, die eigentlich überall und immer wieder neu aufgewärmt und dem leichtgläubigen Volk serviert wird. Eines der sehr lehrreichen Aspekte anarchistischen Denkens ist, dass man eine realistische Vorstellung bekommt, wie der Staat funktioniert und wie Macht funktioniert. Und das andere ist natürlich eine Erkenntnis, dass angesichts der Unzumutbarkeit der Verhältnisse das Einzige, was Freiheit in der Gesellschaft und ein gewisses Maß an Gerechtigkeit herstellen könnte, widerständiges Handeln ist. Bei mir persönlich war es so, dass mein Onkel Anarchist ist. Allerdings haben wir Bulgarien verlassen, als ich 6 Jahre alt war. Das heißt, ich glaube nicht, dass er mich zu dem Zeitpunkt schon überzeugt hatte. Und die erste Begegnung war, dass der Vater meines damals besten Freundes eine Sammlung anarchistischer Bücher hatte. Und darunter waren die ersten 3 oder 4 Ausgaben von Unter dem Pflaster liegt der Strand. Spuren einer kleinen, freien, größtenteils autark lebenden Gemeinschaft finden sich auf der griechischen Insel Ikaria. Sie war einst Teil des Osmanischen Reiches, dann vor über 100 Jahren kurz selbstverwaltet. Berühmt geworden ist sie durch den utopischen Roman von Etienne Cabé, Die Reise nach Ikarien. Dieses Buch habe ich irgendwann gehört, dass es existiert. Und ich habe das gekauft und ich habe gesehen, dass eine Gesellschaft beschreibt, die praktisch ähnelt sich wie bei uns vor ein paar 100 Jahren in Ikaria die Leute gelebt haben. Ich habe in einer sozialistischen Gesellschaft gelebt, also ohne Sozialisten zu sein, weil da haben die nicht, damals gab es keine Theorie darüber. Die Ikarioten, die leben frei in einer Insel, die ein wunderbares Klima hat. Das Land gibt alles, was jeder braucht. Und die haben Zeit, die Leute. Wenn die Verabredungen machen, die sagen, gut, ich komme morgen. Und das Morgen heißt also, wenn die Sonne aufsteht, bis Mittag. Und wenn die sagen, ich komme Nachmittag, das bedeutet von der Mittag bis da, wo die Sonne wieder runtergeht. Also, wir haben Vormittag und Nachmittag. Das ist relativ. Wir brauchen nicht. Wir haben Zeit. Wir haben Ruhe. Was die Karioten auch so als Charakter so beschreiben, ist, dass man hier keine Uhr kennt, keine Uhrzeit, kein Uhrzeitgefühl. Also alles geht. Okay, ich habe etwas zu tun. Wenn ich damit fertig bin, dann treffe ich mich mit dich. Sonst geht das nicht. Und wenn ich im Feld endlich fertig bin, dann öffne ich mein Geschäft. Es gibt keine Uhrzeiten oder kein fixes Programm, wo der Tag dann sagt, okay, so und so wird's gemacht. Alles ist offen, soll ich sagen. Man braucht hier kein Handy zum Beispiel zu haben, weil man weiß, dass man jemanden treffen kann oder besuchen kann. Also das alles ist ganz anders wie in der Stadt. Ich arbeite bei der Frauenkooperative. Wenn ich zu Hause nicht fertig bin mit meiner Arbeit, komme ich nicht zur Arbeit. Dann komme ich halt später, weil es so ist. Unsere Arbeit ist, die karyotische Früchte und Produkte weiter zu verarbeiten und zu verkaufen. Zum Beispiel mein Job ist, Marmeladen und Likörs den ganzen Tag zu machen. Und ja, es ist etwas Kleines, aber es ist etwas Wichtiges. Gerade in Griechenland, weil wir halt Krise haben, ist es halt wichtig, mit solchen kleinen Sachen ein bisschen voranzukommen. Zum Beispiel, man findet im Supermarkt keine ikariotische Marmelade oder ikariotischen Produkte. Und das versuchen wir halt so langsam ein bisschen rauszubringen.
leben mit weniger Stress hier, die Leute. Und das bringt uns Freiheit. Und so glaube ich, das ist ein Grund, wo die Leute hier länger leben. Also die Wissenschaftler behaupten, dass wir leben 10 Jahre mehr als das normale oder mittelmäßig. Natürlich, wo man lebt, ist es anders, wenn man also in Athen lebt oder in Wien oder in Berlin. Da hast du nicht die Möglichkeit, die Freiheit, also so die Zeit zu nicht zu akzeptieren. Da musst du pünktlich sein, sonst verlierst du sehr viel. Das Wort Anarchie hat zum ersten Mal Sophokles ernannt, als die Antigone wollte nicht die Gesetze des Staates hören und hat gesagt, obwohl der König hat gezwungen, den gestorbenen Bruder, der Polynikis, nicht begraben, ich werde das machen, trotz und gegen die Gesetze des Staates. Das war eine Anarchie. Das ist ja auch ganz witzig. Es gibt ja einige anarchistische Genossen, die sich dann so ein bisschen mit dieser vormaligen Bedeutung des Wortes Anarchie auseinandersetzen, weil die eigentliche anarchistische Bewegung ist ja mit der Arbeiterinnenbewegung des Sozialismus halt entstanden. Aber wir haben auch bei uns in der Region hier im Ruhrgebiet einen Genossen, der sich sehr intensiv dann mit der vormaligen griechischen Bedeutung des Wortes auseinandersetzt. Und ja, ist halt nicht uninteressant, aber wird natürlich schon eher etwas für, ja, vielleicht für Historiker oder jetzt Menschen, die da sehr, sehr, sehr tief einsteigen wollen in so eine begriffsgeschichtliche Sache. Aber es ist auf jeden Fall natürlich interessant, dass das Wort Anarchie schon zu so frühen Zeiten dann halt auch in einer gewissen Bedeutung stand und sicherlich dann auch später durch die aktuelleren Verfechter dann mit, ich weiß jetzt nicht, wie stark sich zum Beispiel Proudhon dann auf diese griechische Geschichte bezogen hat. Ja, halt mehr. Auf jeden Fall sehr guter Genosse. Ein sehr lieber Mensch. Digitalisierung ist Segen und Fluch zugleich, wie jede radikale technologische Neuerung. Aber der Kampf um Oasen der Freiheit geht auch im Netz weiter, auch wenn viele einstige Freiräume inzwischen ökonomisch besetzt sind. Das Internet. Wie kennengelernt, als erstes wirklich als Produktionsort für künstlerische Experimente mit Klang, ja, mit Musik. Mit dem, dass es ganz zu Beginn eigentlich ganz schwierig war, tatsächlich irgendwie Sound zu übertragen. Also die Datenmenge übers Netz zu bringen, in dem Zustand, wie das Netz damals war, war ganz schwierig. Ungefähr so Mitte der 1990er ändert sich die Politik, dass mehr und mehr Restriktionen aufgetaucht sind, in dem, wer jetzt diese Infrastrukturen eigentlich nutzen kann. Bis dorthin war es recht offen für Leute, die halt interessante Projekte gehabt haben. Es hat einfach auch so offene Labore, so Labs gegeben, wo man einfach das nutzen hat können. Und in der Zeit, so dann Mitte der 1990er, habe ich dann das erste Mal mit freier Software zu tun gekriegt. Und die Grundidee der freien Software und der ganzen Open-Source-Bewegung auch, ist nach wie vor eine, die ich wahnsinnig gern mag, weil sie sagt, das, was da ist, soll man verwenden können, man soll es verändern können, man soll das, was man selber verändert hat, wieder zur Verfügung stellen können. Das soll nicht an ökonomischen Möglichkeiten hängen und vor allem soll man wirklich das Recht haben, das zu verändern.
Anarchie ist von der Grundidee her so, dass man sich gemeinsam darauf einigt, welche Regeln wir haben. Und an die halten wir uns, und wenn wir sie ändern wollen, dann ändern wir sie. Und es gibt Regeln, wie man die Regeln ändern kann. Und wenn ich mir das vorstelle, ja, dann glaube ich, dass es nach wie vor total wichtig ist zu schauen, dass diese Infrastruktur nicht eine zentralistische, monopolistische wird komplett. Ich meine, es ist eh schon sehr weit am Weg in die Richtung, oder ist eh schon weit dort, aber es gibt noch Bereiche im Netz, die noch einfach frei nutzbar sind. Or is it silent? Yes. An invisible no. Or is it silent? No. An invisible yes. Genau. We could switch off the beamer for now. Was uns wichtig ist als Kollektiv, ist, Open Source ist eine Art Allmende. Und in dem Moment, wo Kapitalismus eine große Spaltung macht von denen, die Zugang haben und die nicht Zugang haben, ist eine Allmende überlebenswichtig. Weil Open Source können alle runterladen und weiterentwickeln. Und das ist eigentlich der Hauptbestandteil unserer Workshops. Wenn ich will, dass diese Infrastruktur zur Verfügung steht, dann muss ich mich darum kümmern. Ja, und wenn das, was Staaten tun, offensichtlich viel zu langsam ist in dem oder auch zu kontrolliert ist von Geld oder es einfach nur Firmen gibt, die das tun, dann muss man sich halt irgendwie anders organisieren und schauen, dass man andere Formen von dieser Nutzung irgendwie zusammenbringt, was auch bedeutet, dass man sich mit dieser Technologie wirklich auseinandersetzen muss. I decided to devote myself to the presentation of anarchism, a social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual, of the human race. Emma Goldman war wohl die wichtigste Vertreterin des libertären Feminismus. Sie war eine rastlose Aktivistin, die riesige Seele füllte, aufgrund ihres Mutes und ihrer klaren Sprache eine gefürchtete Gegnerin, weswegen sie 1919 nach 25 Jahren Aufenthalt aus den USA deportiert wurde. Ms. Goldman, should the government here object to your speeches of anarchism, would you change them or leave the country? I will leave the country rather than deny my ideas. Sind schon geil, die Aufnahmen von Emma Goldman. Also wie sie da so richtig steif sitzt. So wirkt auf jeden Fall, dass sie dann nicht so... Ich glaube, sie war eine begnadete Rednerin. Aber so Fernsehinterview war ja auch zu der Zeit, glaube ich, eher außergewöhnlich. Dilla Dirick ist Akademikerin sowie Frauenrechtlerin, die sich intensiv mit Emma Goldman beschäftigt hat, sowie aus eigener Anschauung die Entwicklungen in Richtung Selbstverwaltung und Emanzipation kennt, die gegenwärtig in dem kurdisch kontrollierten Teil Nordsyriens namens Rojava stattfinden. Sie sagt ja auch, dass der Mann auch nicht dadurch befreit wurde, dass er jetzt das Recht zu wählen bekommen hat, sondern er kann selbst, auch ohne den Staat, sich selbst organisieren auf viel einfachere und direktere Art und Weise. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir als kurdische Frauenbewegung in Emma Goldman so eine inspirierende Person auch sehen. Sie hat da sozusagen Befreiung allumfassend holistisch gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und sie hat auch gesagt, dass wir nicht nur gegen die Phänomene der Unterdrückung kämpfen sollten, dass wir keine Pflasterlösungen suchen sollten, sondern wirklich radikal an die Wurzel gehen und versuchen, woher kommen denn diese ganzen Hierarchien, woher kommt denn diese Autorität vom Staat? Und der Staat, also wie Historiker ihn oft bezeichnen, der erste Staat sozusagen, wurde auch in Mesopotamien gegründet. Und damit sind viele verschiedene Herrschaftssysteme auch entstanden und wurden weitergeführt. Und wir können nicht in der Quelle der Unterdrückung unsere Freiheit suchen. Und das sehen wir auch in den Ausdrücken der kurdischen Freiheitsbewegung heute, wie in Rojava zum Beispiel, im nördlichen Teil Syriens, dass versucht wird, eine Freiheit anzustreben, die eben nicht
das gleiche System des Staates wiederholt, wo wir nicht nur irgendwelche Individuen sind, die dem Staat gehorchen, sondern dass wir selbst unseren politischen Willen durch direkte Aktion, durch autonome Organisierung schaffen können. Und ich denke, das ist auch viel näher an der Natur unserer Gesellschaft, aber auch in den Gesellschaften überall auf der Welt, dass der Staat, wie auch Emma Goldman wieder sagt, die Quelle der Unterdrückung ist und dass wir, wie gesagt, nicht erwarten können, dass der gleiche Staat, dass die gleiche Institution dann zur Quelle unserer Lösung wird. Gesprochen wie eine Löwin. Nee, aber im Ernst, also ich glaube, das könnte eine spannende Interviewpartnerin sein, wie du schreibst, Nightmare. Wie gesagt, Doku ist ja ein bisschen älter. Ich würde auf jeden Fall mal recherchieren, was die Genossin jetzt so macht und ob das was sein könnte für uns. Ich bin selbst als Flüchtling in meiner Kindheit nach Deutschland gekommen. Und das hatte auch natürlich damit zu tun, dass die kapitalistischen Staaten, die ihren Militarismus immer international bedenken müssen. Das heißt, der Waffenhandel zwischen der Türkei und Deutschland hat uns als die meisten kurdischen Mitbürger, die hier in Deutschland leben, hierher gebracht. Und hier in Deutschland mussten wir dann ebenfalls auch, um auf die Situation in Kurdistan aufmerksam zu machen, versuchen, internationale Solidarität aufzubauen. Aber die kurdische Gesellschaft musste in der Heimat, aber auch in Europa, immer internationalistisch denken, weil wir eine Bevölkerung sind, die in vier verschiedenen Nationalstaaten lebt, die unsere Identität entweder verleugnet haben, uns aktiv diskriminiert haben oder auch Genozid veranstaltet haben gegen unsere Gemeinde. Und das hat uns natürlich auch geprägt. Jetzt checke ich auch, warum die Dokumentation nochmal hier vom kurdischen Medienprojekt neu veröffentlicht wurde. Ich habe auch die Version von, es gibt ja mehrere Versionen von der Dokumentation auf YouTube von unterschiedlichen Kanälen hochgeladen und da habe ich es in dem Fall genommen, weil das mit das Einzige ist, wo es dann auch in vernünftiger Qualität hochgeladen wurde. Jetzt checke ich warum. Es wird lange dauern, die untertänige Konditionierung des Menschen zu überwinden. Weiterhin flüchten sich viele in die leeren Versprechen von Sicherheit und Ordnung, anstatt einen eigenen Weg hin zu größerer Gerechtigkeit und Freiheit zu suchen. Es stellt sich die Frage, ob Hierarchie, Ausbeutung und Gewalt die enormen Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, meistern können. Oder brauchen wir Alternativen, um künftig zu überleben? In 1941 sind wir gezwungen, unsere Heimat zu verlassen. Damals war ich 5 Jahre alt. Wir sind zu Fuß von Dorf hierher gekommen. 3,5 Stunden zu Fuß praktisch. Sind wir in ein Boot von dieser Stelle losgefahren. Sind wir nach Syrien und von Syrien nach 2-3 Monaten sind wir nach Ägypten, nach Kairo. Und wir haben um Hilfe gebetet, um uns zu schützen wegen des Krieges. Hier ist ein Boot, die vor 5 Jahren ist aus Türkei hierher gekommen mit ca. 40 bis 50 Flüchtlingen aus Osten. Ich habe dieses Boot genommen und habe die da drauf gesetzt als Symbol. Und diese Plakette, darunter schreibt Folgendes. Hier sind wir angekommen von Osten, gejagt von Barbaren, die unsere Heimat vernichten. Die Leute hier, die kamen vor 5 Jahren. Von 75 Jahren, wir haben das selbst gemacht, von hier nach Osten.
Das System ist völlig falsch und lügnerisch. Sie haben die Menschenrechte immer wie in einem Schaufenster ausgestellt. Aber im Grunde ist das, was sie machen, die Menschenrechte der armen Länder zu zerstören. Systematisch, jeden Tag. Diese sind bis zu einem dantesken Extrem verunstaltet. Aber auch in den reichen Ländern. In den USA gibt es 40 Millionen Menschen, die kein Recht auf Wohnungen haben. 40 Millionen Menschen, die kein Recht auf ärztliche Versorgung haben. Und die Zahlen wachsen an, auch in einem Land wie den USA, das ja ein reiches Land ist. Und deshalb glaube ich, dass der Mensch nicht vorgesehen ist. Nirgendwo. Und wenn wir eine humanere Menschheit wollen, dann müssen wir den Kapitalismus ausrotten. Entweder wir vernichten den Kapitalismus oder der Kapitalismus vernichtet uns. Und mit uns unseren Planeten. Er ist wirklich gut. Er findet die richtigen, klaren Worte. Mein Onkel, Georgi Konstantinow, hat 10 Jahre in Gefängnissen und Lagern zugebracht, davon 6 Jahre in Einzelhaft. Er wurde gefoltert, sein Schlaf wurde zerschlagen. Er hatte viel Zeit, darüber nachzudenken, was für eine Bedeutung anarchistische Prinzipien in Zukunft für eine globalisierte Welt haben könnten. Wir Anarchisten sind Geschichte, aber auch Zukunft zugleich. Weil all jene Faktoren, die den historischen Fortgang bestimmen, die Menschheit innerhalb der nächsten 20 oder 30 Jahre vor die Wahl stellen werden. Anarchie oder Tod? Der einzige Ausgang aus der sozialen und internationalen Krise, auf die alles hinausläuft, ist die Schaffung einer Gesellschaft ohne Staat und ohne Kapital. Sind also die inneren Widersprüche des Kapitalismus, der keine einzige der zentralen Fragen der Menschheit zukünftig lösen kann, das Ausschlaggebende? Ja, denn die technologische Entwicklung, die Robotisierung und Automatisierung wird unweigerlich den Kapitalismus seines Sinns berauben. Denn wenn fast alles automatisch produziert wird und es an Arbeit und Gehältern mangelt, werden die Kapitalisten gezwungen sein, ihre Waren frei zu verteilen, was den Zweck des Kapitalismus, den Profit, irgendwann liquidiert. Bin ich mir nicht so sicher, ob der Genosse da recht behalten wird. Ich glaube schon, dass der Kapitalismus ja sehr gut darin ist, immer wieder neue Wege zu finden, aber ungeachtet dessen sehe ich mich da. Ich hoffe, ich werde auch irgendwann mal mit 80, 90 schön entspannt auf irgendeiner Parkbank liegen und dann der neuen Generation meine Lehren und Schlussfolgerungen mitteilen. Und ich hoffe, die sind dann etwas, ja, vielleicht wie es Black Red, wie man schreibt, etwas, vielleicht auch etwas böse gesagt, weniger naiv. Doch wie wollen wir eine wirklich freie und gerechte Gesellschaft nennen? Der Begriff Kommunismus ist seit der sowjetischen Erfahrung verunglimpft. Das Wort Anarchismus weckt bei den meisten Menschen leider negative Assoziationen. Alle Wörter sind beschmutzt als Folge von Demagogie, Machtdrang und Gier. Wir haben erlebt, was nach der Französischen Revolution mit ihrem Motto Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geschehen ist. Die Bolschewiken haben den gesamten Rest der Sprache kontaminiert. Aber bis heute haben wir keine genaueren Begriffe für eine alternative soziale und wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft gefunden als Anarchie und Kommunismus. Der Kommunismus als Wirtschaftsform, die Anarchie als Gesellschaftsform. Das ist wiederum sehr richtig und das
was ich auch denke. Kommunism като икономическа организация и анархия като обществена организация. Man muss sehr oft gar nicht so weit suchen, um Oasen der Freiheit zu finden. Die finden wir so oft in Freundschaften, die wir haben, innerhalb der Familien, in denen wir leben, in Gemeinden, in der Kunst, in verschiedenen Kulturen. Aus dem Grund denke ich, dass Oasen der Freiheit nie so weit weg sind und sie bestehen in jedem von uns drin, aber wir müssen versuchen, sie in Systeme umzuwandeln. Ja, ohne Witz, das ist halt eine richtig tolle Botschaft von ihr, auch zum Ende jetzt dieser Doku, das sind jetzt die letzten Sekunden. Aber das möchte ich halt wirklich unterstreichen, weil die Dokumentation versucht ja, so ein umfangreiches Bild vom Anarchismusverständnis auch zu bieten. Sowohl von den organisierten Ansätzen als auch diesen, ich sag jetzt mal, diesen so natürlich anarchistischen Ansätzen von einfach so einem freien kollektiven Leben auf irgendwelchen Inseln, die sich halt in Griechenland jetzt da zum Beispiel unabhängig gehalten haben und wo die Leute halt einfach so eine rebellische Grundhaltung haben und das einfach so ein bisschen in so einer natürlichen Form dann auch leben und auch in manchen Kooperativen dann in Strukturen gießen und so. Und sie hat das eigentlich sehr gut dann halt auf den Punkt gebracht, dass man dann halt auch diese ja tatsächlich ja auch, was ja auch schon ein Stück weit stimmt, dass so anarchistische Ideale und Werte und Einstellungen zum Leben sich oftmals auch in der Natur des Menschen wiederfinden. Das ist ja auch einer der Argumentationsmuster, was halt ja auch zum Beispiel versucht hat, dann Kropotkin in gegenseitige Hilfe auch wissenschaftlich zu untermauern, was ja auch ein Stück weit anerkannt ist in auch bis heute in dem wissenschaftlichen Diskurs, aber dass es halt darum gehen muss, diese Aspekte dann halt in konkrete Strukturen und Systeme, wie sie es jetzt an der Stelle genannt hat, zu überführen. Und ich finde das halt einfach eine schöne Botschaft, weil auf der einen Seite, finde ich, kann das uns halt Hoffnung machen, dass halt unsere Ideale halt schon auch in einem Stück weit in Volke verankert ist und existiert, aber dass man natürlich darf man auch nicht eine zu große Illusion drin haben, das haben wir auch schon häufiger mal besprochen, dass halt Anarchistinnen da manchmal so ein bisschen speziell historisch auch ein bisschen blind waren und dann zu großes eigenes Vertrauen drauf hatten, aber dass es halt trotzdem was ist, was existiert und worauf man aufbauen kann, und ich finde, das bringt die Doku sehr gut rüber. Und das ist ja auch der Schluss, deswegen generell nochmal gesagt, ich finde auch, dass die Form der Dokumentation halt sehr einmalig ist, also die Machart, sowas gibt es in der Form halt gar nicht vergleichbar, und ich habe das ja auch eingeordnet, Nightmare, dass ich das auch nicht in der Form teile, aber dass es halt auch Aspekte daran gibt, die einfach richtig und auch wissenschaftlich begründbar sind. Aber generell, dass ich halt die Form einfach wirklich total gut finde und spannend finde, weil viele der anderen anarchistischen Dokumentationen sind halt dann sehr so, ja, so ein bisschen lehrbuchmäßig, also wie so eine klassische Dokumentation im Prinzip aufgebaut ist, ne? Dass dann da halt eben einfach Leute sitzen und halt interviewt werden und halt die Geschichte halt erzählt wird, wie zum Beispiel in der Arte-Anarchismus-Dokumentation, die ja auch sehr gut gemacht ist. Aber hier, die Dokumentation schafft es halt sehr gut auch einfach so eine Atmosphäre und so ein Lebensgefühl, was vielleicht auch mit einem anarchistischen Konzept einhergeht, zu transportieren. Ich finde aber, dass die Dokumentation auch teilweise so, ja, es gibt so speziell in der Mitte, gab es, finde ich, so einen Part, der mir nicht so gut gefallen hat, wo das Ganze dann so ein bisschen abgerückt ist. Also ich finde es natürlich auch klar und richtig, dass man halt auch in einer utopischen Dokumentation, wo man halt alternatives Leben beleuchtet und eher so auf das Positive guckt und die Oasen der Freiheit, wie die Doku ja auch sagt, beleuchtet, dass man da auch
auf schwierige Themen eingehen kann und auch auf Niederschläge eingehen kann, wie zum Beispiel, was in Bulgarien passiert ist, was ja auch total spannend ist, weil er ja diesen persönlichen Bezug dazu hat und auch so ein schöner Kreis, finde ich, wenn er dann am Ende da mit seinem Opa oder, ja, ich glaube, seinem Opa, ne, spricht, dass er dann einfach so von seinem familiären Hintergrund das halt dann so schließt. Und das finde ich halt auch eine coole Sache. Aber ich fand dann halt speziell diesen Part, oder Onkel, danke, Benni. Aber ich fand speziell diesen Part dann mit den Grenzen und so, mit dieser Demonstration und so weiter danach, vielleicht ein bisschen zu viel, weil ich verstehe halt auch, dass man das mit reinnimmt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch zu der Zeit, wo die Dokumentation entstanden ist, ich kann nochmal gucken, wann das Ganze rausgekommen ist. Steht jetzt hier oder nicht. Vielleicht kann irgendwer parallel einmal schauen, wann das Erscheinungsdatum der Dokumentation ist. Aber ich glaube, das war dann auch gerade der Zeitrahmen, wo das halt auch mit so Europas Grenzen und so weiter halt ein großes Thema war. Und da sattelt sozusagen die Dokumentation dann auch so ein bisschen auf das aktuelle Geschehen dann, glaube ich, denke ich, so ein bisschen auf. Und daher ist das halt auch gekommen, dass das so einen relevanten Einfluss damit drin hat. Und natürlich ist es auch angemessen und spannend, da so eine aktivistische Note mit reinzubringen, weil das ja auch ein wichtiger Teil der anarchistischen Bewegung und Ideenwelt ist. Aber das war mir halt so ein bisschen langgezogen und so ein bisschen sehr, wenn man so will, so ein Negativstrudel, weil ich und da dann halt das auch so ein bisschen den roten Faden verloren. Aber sonst, genau, roter Faden vielleicht auch noch ein Stichwort, dass es halt manchmal so ein bisschen zusammengewürfelt wirkte und dann man auch so ein bisschen da den Überblick verloren hat. Aber sonst finde ich das wirklich eine sehr schöne Dokumentation, die sehr viel zu bieten hat und auch tolle Bilder liefert. Und ich finde auch tatsächlich viel besser ist als Projekt A. Also Projekt A hat ja ein ähnliches Konzept. Ich weiß nicht, ob ihr die Dokumentation schon gesehen habt. Aber das hat mir erheblich schlechter gefallen, obwohl es halt eine viel aufwendigere Dokumentation ist und natürlich auch einige spannende Sachen zeigt. Aber ich finde, hier gelingt das irgendwie viel besser. Und was auch vielleicht noch interessant ist, ich hatte irgendwie so im Kopf, dass, weil das stand auch in den Kommentaren unter einem anderen Video, wo das auch veröffentlicht war, so ein Kommentar, der, glaube ich, thematisiert, dass halt irgendwie Frauen so eine geringe Rolle in der Dokumentation spielen. Und ich hatte das auch irgendwie im Kopf, dass das so war. Aber irgendwie war das jetzt, fand ich, gar nicht so der Fall. Also ich finde, da wurde sich schon sehr Mühe gegeben, auch unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten und dass das halt nicht so stark jetzt auch männlich dominiert ist oder so. Klar, mehr schon, aber mehr Männer waren schon zur Sprache gekommen. Aber das ist dann ja häufig auch mal so ein Problem bei Dokumentation zum Anarchismus, weil es ja auch dann ein anderes, nicht so gute Rollenverteilung gibt und dadurch auch irgendwie weniger Interviewpartnerinnen zustande kommen. Aber hier war das eigentlich, fand ich, ganz gut gelöst. Und ja, auf jeden Fall auch, die Dokumentation berührt einen auch ein bisschen, wie das Papa schreibt. Ja, in dem Sinne war das doch, finde ich, mal ein schöner Ausflug in auch die positiven, in unser positives Wirken und welche Strahlkraft und welche Produktivität und so in der anarchistischen Idee liegt und was uns dann ja auch mal aus diesen oftmals bedrückenden Nachrichten, die wir auch immer verhandeln müssen und so weiter, herausbringt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, war schön, dass ihr dabei wart. Diese Woche werden wir nochmal am Sonntag euch was liefern. Und zwar erscheint da ein Übertagespezial nach längerer Zeit mal wieder. Also für alle Leute, die uns regelmäßig unterstützen,
bei Patreon und Ko-fi gibt es ein neues Spezial, und zwar zu dem, was Joshua so in Kanada erlebt, wird er so ein bisschen persönlich berichten. Und das ist auch nebenbei der beste Weg, wie ihr uns unterstützen könnt in unserer Medienarbeit. Wenn ich das gut finde, was wir machen, uns halt bei Ko-fi und Patreon regelmäßig zu supporten. Das bringt uns am meisten, und dann bekommt ihr auch die ganzen schönen Extras, die wir schon produziert haben, und am Sonntag ein neues, das ist die Nummer 11. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart, und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend, und lasst uns weiter daran arbeiten, dass unsere Utopien Realität werden. Glück auf!